darf Ihnen heute eine außergewöhnliche Dame vorstellen. Ich würde ja eher sagen, sie heißt Pepe. Nein, nicht wie Sie meinen, Pepe, das war die Brigitte Bardot. Hier haben wir es zu tun mit einer Konzertpianistin und ihr Name ist Petra Pogadi, drum Pepe. Und seit kurzem ist sie auch vergeben und heißt Petra Holländer Pogadi. Und ich darf Sie recht herzlich zu einem kleinen Gespräch begrüßen. Wie sind Sie zum internationalen Konzertfach gekommen? Also ich habe mit 5 Jahren noch in Bratislava begonnen, an der zentralen Musikschule dort. Und das hat irgendwie von Anfang an hat das schon sehr viel Spaß gemacht. Wir sind dann ein Jahr später nach Österreich gezogen und dort hat es anscheinend schon gereicht, dass ich gleich am Hochbegabtenlehrgang aufgenommen wurde in Linz am Bruckner Konservatorium. Ja, das ist natürlich nicht so, wie das in einem anderen Beruf ist, dass man halt zum Beispiel Medizin studiert und danach sich als Arzt betätigt, sondern man macht das einfach von klein auf und wächst da dementsprechend hinein in die Aufgaben und auch in die Bühnenerfahrung, die man dann einfach mitbringen muss. Und nach der Matura in Linz habe ich dann beschlossen, Klavierkonzertfach zu studieren. Das war dann zunächst mal in Wien und danach noch für ein Auslandsjahr in Paris am Conservatoire. Also das war sehr interessant, nämlich auch die beiden Schulen zu vergleichen, die österreichische und die slawische ganz ursprünglich und dann die französische. Also war ein schöner und spannender Weg. Wir leben ja in einem Multimedia-Zeitalter und hier ist das Visuelle genauso oder fast genauso interessant. Und da muss ich sagen, sind Sie eine tolle Erscheinung, wenn Sie am Klavier sitzen und spielen. Ja, man sollte aber trotzdem die Musik da nicht vergessen, wenn man sie ansieht. Also man muss sehr, sehr gut spielen und das tun Sie. Ich habe Sie ja mal gehört mit einem Liszt-Klavierkonzert, das war hervorragend. Ich glaube schon, dass es auch früher auch sehr wichtig war, weil Sie gerade den Franz Liszt angesprochen haben. Das war ja auch ein sehr umschwärmter und sehr attraktiver Mann. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man als Mensch interessant ist am Klavier. Mhm. Vielleicht auch interessante Lebenserfahrungen, die man hat oder seine Wünsche, seine Träume. Das hat dann ja alles Platz in der Musik und das muss ja das Publikum ansprechen. Sie haben den Ort zu wählen. Sie haben das Orchester zu wählen, Sie haben den Dirigenten zu wählen und den Komponisten. Was wäre Ihr Wunsch? Also Sie könnten sich jetzt das Programm selbst zusammenstellen. Es gibt eigentlich kein Konzert, wo ich denke, das will ich unbedingt mal machen. Ja. Sondern im Gegenteil, ich habe teilweise Sachen für mich entdeckt, wo ich dann, also beim ersten Hinhören hätte ich mir gar nicht gedacht, dass mich das so anspricht. Und dann konnte ich mich sehr gut damit identifizieren. Das heißt, das Konzert, das Sie im Moment spielen, der Dirigent, der Sie dirigiert, das Klavier, das Sie unter den Fingern haben, ist im Moment der Aufführung für Sie das Beste und das Liebste. Natürlich, und vor allem gerade, weil Sie den Dirigenten ansprechen, ist es ja auch immer so, dass natürlich vorher, man kennt das Werk und man kennt das Klavier und den Saal vielleicht, aber den Dirigenten lernt man erst wirklich bei der Zusammenarbeit kennen. Natürlich als Zuhörer sieht man dann den Solisten und den Dirigenten und man sieht, das funktioniert, aber was sich da jetzt genau abspielt, das weiß man so als Außenstehender, hat man da so wenig Einblick. Aber natürlich, es gibt manchmal diese Momente oder auch bei Kammermusikpartnern, wo man einfach sofort auf der gleichen Wellenlänge sind und das sind dann eigentlich die schönsten Erlebnisse. Ich darf mich bei Frau Petra Holländer Pogadi recht herzlich für das Gespräch bedanken und ich wünsche ihr und uns, dass wir sie in den schönsten Konzertsälen, mit den besten Dirigenten, mit den schönsten Klavieren und der besten Musik wiedersehen. Dankeschön.